Ich auch. Okay. Auf wir geht's alle. In dem unauffälligen go, go. Grünen Schlitten. Genau. PC sitzt auf dem Fahrersitz. Ich kann ach so, nicht ich fahren. Fahren. Ah, stimmt. Walkenmobil. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von GTA Online. Wir versuchen das Ganze mit den Transportern nochmal. Dann fahre ich jetzt mal bei der Frau Jess mit. Du fahren, Moxen? Kann ich machen. So. Und gucken, ob wir dann jetzt die Leute hier weggeballert kriegen. Ach, dann ist ja gut, da wir nicht mehr schleichen müssen, dann. Ja. Weg. Wobei ich es nicht schlimm fand. Also. Nee, war, wie gesagt, wenn du halt dich ein bisschen konzentrierst und ein bisschen auf die Sichtkegel guckst, kommt man eigentlich ganz gut durch. Auf jeden Fall besser als irgendwelche Schleichmissionen in Splinter Cell oder so. Splinter Cell. Habe ich, glaube ich, bisher noch nicht gespielt. Ich habe das zwar, aber auch alles umgebracht, alles. Ja. Da habe ich die Mission richtig gehasst, wo es hieß, du darfst keinen töten. Ja, das war. Ich habe die dann irgendwann auch gar nicht geschafft. Also ich habe dann ewig gebraucht. Ups. Ich auch. Ja, mein Problem ist halt, dass ich dann bei sehr gut. Bei Hitman nachher hingegangen bin und da dann halt so das halt so perfektionistisch wie möglich machen sollte und habe dann halt teilweise pro Mission 4 bis 5 Stunden gebraucht. Weil ich dann, wie gesagt, nicht entdeckt werden wollte und alle Bonusdinger mitnehmen und was weiß ich was. Ja, also das war halt ein Grund, warum ich irgendwann Hitman nicht mehr. Also ich hatte irgendwo bei Hitman auch mal eine Mission, wo ich dann schleichen musste und dann habe ich es aufgegeben. Ja. Ich habe es einfach nie gespielt. Surprise. Ich auch nicht. Nö, ich habe das eigentlich relativ viel gespielt. Ich glaube aber auch nur so, ich glaube so zur Hälfte oder 2/3 oder so. Und dann habe ich halt auch irgendwann nicht mehr weitergemacht. Ich habe immer nur so kleine Pistolen im Auto. Mann. Ja, du musst dir mal Anschläge kaufen. Ja, musst dir mal die MP. Ich weiß nicht, wie sie heißt. In Counter-Strike hieß sie MAC-10 kaufen. Mhm. Oder auch. Wie hieß sie in Counter-Strike? MAC-10. Oder auch liebevoll Nagel. Also einfach halt eine MP. Ja, okay. Nicht die MAC 7. Hasswaffe. Bist du Mann, geh weg. Oh, was soll das denn? Das ist aber, glaube ich, auch immer ein scheiß Zivilist gewesen. Ex-Pisser. Was ist denn jetzt hier noch? Boah, unser Auto ist voll im Arsch. Guck das mal an. Schön. Wir werden auf Felgen ins Ziel rollen. Kreischend. Passt schon. Ah, ich glaube, wir haben es. Ich glaube, wir haben es aber. Oh, nee, doch nicht. Da kommt nochmal. 2 Kilometer haben wir noch. Einfach so ein behinderter Zivilist drängt er mich von der Straße. Gibt's ja nicht, ey. Los bei denen hier. Weg. Was geht ab? Was geht ab? Boxen überfährt einfach alles. Ja, ich ramm einfach aber immer das ist alle. Gut. Ja, das ist aber gut. Mach das ruhig weiter. Ich ramm einfach alle von den Motorrädern runter. Das funktioniert. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Ganz normalerweise. Gut. Ey, hör mal auf zu nerven da hinten. So, haben wir's? Nee, immer noch hinter. Ah. Oder wer ja, die geben ja gar nicht. Die geben ja echt nicht auf. Nee, die sind ein wenig hartnäckig, sehr anhänglich. Ey, hier müssen wir runter, Männer, oder? Ja, hier müssen wir runter. Wie ich, wenn ich was getrunken hab. Oh, nee, schon wieder so einer. Da durch. Guck mal, wir sind gleich da. Ich muss nur diesmal richtig abbiegen. Ja, aber jetzt kennen wir es ja schon. Ja. Ja, guck mal, genau. Ich glaube, sie sind endlich weg. Hm. Ich habe Frieden. Ja. Vielleicht explodiere ich noch aus irgendeinem dummen Grund. Ja. Ist das hier vom Weg? Muss ich ja runter? Ja. Oh. Und dann links da den Feldweg wieder runter. Oh. Wie vorhin mit dem Mülleimer, mit dem Müllwagen. Ich glaube, wir müssen den Bus gleich mal was hier? Zur Autowäsche bringen. Welchen Unfall? Ist der dreckig? Ja, guck dir mal von vorne an. Ja, nee, guck mal von vorne. Ja, genau, schön. Da runter. Ich hab Angst. Das passt. Ja. Boom. Mission fehlgeschlagen. Was war nicht notiert? Scheiße jetzt. Hey, the lost, right? I mean, those guys don't think we had anything to do. Du hast da was. Nein, das ist Sperma, das ist mega. Sperma. Genau. Wie viele Blowjobs?
Deine Lippen sind schon ganz rot. Rarely shit on doorsteps, and when I do, I don't want the doorstep owners finding out. Mollis. Okay, it's too late to save my marriage, but you know, I got it. Fassungslos. Ja, weg. Okay, wir haben es geschafft. Der ist schon wieder ein Arsch. Oh Mann, das wird sich einfach nie ändern in diesem Leben. Ich sehe nur Arschlöcher. Hauptsache Geld. Genau, Geld, 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 Geld. Geld, 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 Geld. Und Level 43. Level 31 oder 32. Gar nix. Ja. Gar nix. Doch wieder tollen schwarzen Ladebildschirm. Oh nein. Toll, ne? Da, sie hätten ja wenigstens mal irgendein Bild reinsetzen können. Mhm. Von nackten Frauen. Oder nackten Männern. Irgendwas. Aber doch nicht einfach nur schwarz. Ja, voll langweilig. Am besten noch die blöde Ladeschnecke weglassen, dann weißt du überhaupt nicht mehr, was los ist. Naja. Ja, du hast ja oben deine Framezahlen noch rumstehen. Achso, nee, die habe ich bei OBS ja nicht. Achso, stimmt, ja, du nimmst mit OBS auf. Ich der Einzige, der Framezahlen hat. Das, der einzige Vorteil ist, dadurch, dass ich mit OBS aufnehme, nehme ich die Elgato. Da kann wenigstens, wenn das Spiel abkackt, ist nicht gleich die Aufnahme kaputt. Ist ja bei Dextree auch nicht. Das ist ja nur bei Afterburner. Ja, stimmt, bei Dextree. Aber Dextree hört er halt einfach auf. Das stimmt auch. Ja. Deswegen nehme ich auch Dextree wesentlich lieber. Also Afterburner ist bei mir halt dann auch so die Notlösung. Und wenn der nicht geht, dann OBS. Ey, die haben dieses auch. Outfit. Toll. Dieses Outfit. Yeah. So, Wetten, meiner steht wieder unten an der Autobahn. Ich hab direkt schon hier den Job. Das ist gut. Dann blow mal. Dann blow mal. Pusten. Der pustet. Ey. Vielleicht ist das Rote um meinen Mund auch gar kein Stift, sondern Ausschlag. Ja. Oder Periode. Ja, oder Periode. Oder zu viele Erdbeeren. Du hast zu viel genascht wieder, ne? Ja. Zu viel geschnüffelt, ey. So. Auftrag. Was müssen wir denen denn jetzt dieses Mal beschaffen? Ich glaube, es müssen wir das Zeug verticken, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Transporter voller Stoff und das Volk bringen. Ja. Schwerste Panzerung kaufen, ja. Ja. Nein. Ja, nein. Vielleicht. Vielleicht. Ja, nein, vielleicht. Ja, wie was? Ja, wie das? Wieso das besser rum, wenn ich voll bleib dumm? Aus der Tonne ist auf voll die Ikea-Lampe, ey. Ich hab da irgendwie einen glatten... Oh, PC, Alter, dein Nutt. Und irgendwie alle noch... Irgendwie haben wir alle noch Schusswunden überall. Das ist Periode. Mhm. Das ist Jess, ihre Periode. Genau. Richtig. Hat uns wieder voll. Ich hab sogar einen Mund. Mhm. Wie die da hingekommen ist. Keine Ahnung. Warum ist sie an meinem Ellenbogen, hallo? Warum ist sie in seinem Gesicht, hallo? Ist halt draufgesessen, Face-Hitting. Vor allen Dingen frage ich das, warum ist sie in seinem Gesicht? Und in dem Moment steht unten, er liebt seine Mutter. Genau. Okay. So you're going to the lumberyard in Paleto Forest to pick up some grass. Now it's a whole lot of grass and it's well protected. So you gotta go in cautious. Die Charaktere gucken einfach so dumm die ganze Zeit. Als hätten die Kuh voll Brot einfach. Oder? Schon. Ja. Voll wie dein Kaninchen. Wie Bernd. Bernd. Genau. Und Nase weiß. Bernd das Brot. And I'm gonna pack with the rest of the stuff for sale. Then all we gotta get is the chemicals that Chef needs to get his lab up and running. And then we're good for the sale. Boah, ist da viel Vorbereitung, ey. Hm. Ist ja aber echt normal. Waren ja, glaube ich, sonst auch immer vier Vorbereitungsdinger. Fünf? Das ist noch fünf, oder nicht? Ach, stimmt, ja.
Hayami. Wollte ich gerade sagen, ist das bisher nur die... Begib dich auf zum Sägewerk. Das ist schön. Krass, Pickups, Geschütze, Ladeflächen. Ich wollte gerade sagen, die Vorbereitungen sind nämlich 5. Das ist ja nur die Finanzierung bisher. Ja, das stimmt. Oh, Posten Osten. Jesus. Sieht voll gut aus. Scharfschützen. Okay, also ich bin Posten Osten. Also wenn irgendwann Morgsen mal als Nickname vergeben ist, weiß ich, wie ich mich in Zukunft nenne. Posten Osten. Posten Osten. Was nehmen wir denn hier? Straßenkampf. Aber Drive-By. Das ist doch gut. Söldner. Drive-By. Schläger. Revolver. Hier, Revolverheld, das passt. Ja, knuffig. Knuffig. Und eine total unauffällige Strickhaube. Strickhaube. Selbst gestrickt? Ja, genau. Oder machen die das? Gehaubt. Nee, dann haben sie natürlich Tarnklamotten angezogen, wenn sie nicht so auffallen. Genau. Ich bin ein Tiger. Ich muss ja eben mit PC mitfahren, ne? Achso, stimmt. Dann müssen wir alle gleich. Oder? Ich glaube, wir müssen gleich, ja. Also ich muss zum Sägewerk. Ja, wir auch. Ich auch, okay. Auf wir geht's alle. In dem unauffälligen grünen Schlitten. Genau. PC sitzt auf dem Fahrersitz. Ich kann nicht fahren. Ah, stimmt. Walkenmobil. Na dann. Kannst auch ruhig eine Delle reinfahren, der ist gut versichert. Jojo. Mache ich sowieso mal, wenn ich andere Leute Auto fahre. Auch in real life. Nee. Was war das denn gerade? Habt ihr das gesehen? Ja, wahrscheinlich wieder ein paar Lecks im Dings. Ja, ist einfach mal. Aber interessant war, dass Cupcake und ich das beide gesehen haben, wie der da... Ja, voll losgesprungen. Ja. Man sollte auf so einer Straße auch nicht so schnell fahren, wenn man runterfährt. Vielleicht auch nicht, wenn man hochfährt. Oder vielleicht war das auch hier so ein Lowrider, der hat gerade das Ding da angemacht. So. Oh, meine Brille ist verschmiert, ich krieg die Krise. Mit was wohl? Nee. Nicht mit Periode. Periodisch beschmiert. Oh Jay, das kannst du nicht mal von meiner Brille weggehen, Mann. Nein. Ich sehe doch so gar nichts, Mann. Oh, blind wie ein Fisch. Blindfisch. Blindfisch. Oh Gott. Ja, ich habe mich gerade eben schon gewundert, was mein Spiel für komische Sachen macht, weil auf einmal, ohne dass ich irgendwas gedrückt habe, die Kamera gewechselt hat und ist mir irgendwann wieder eingefallen, dass das ja tatsächlich so ist, wenn man nichts macht. Genau. Tausend tolle Sachen. Oh Jet, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Ich bin ein beschissenes Lied auf Erden. Gar nicht. Schlimmer wäre atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Ich glaube, das muss ich rausschneiden. Was? Kommt in der Liedtreffer. Das singen die ganze Zeit ja schon. Hört sich doch einfach 1A gleich an. Ja? Oder Schnappi oder so. Genau. Ich bin Schnappi. Das ist kleine Krokodil. Ich habe mir neulich mal Million Ways to Die in the West angeschaut und jetzt habe ich halt die ganze Zeit einen Ohrwurm von dem Schnurrbart-Song. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich den schon gesehen habe. Ja, ich habe das Video, glaube ich, von dem Song habe ich bei Facebook als eine meiner letzten Posts verlinkt. Könnt ihr mal gucken. Pirmin hat letztens auch irgendwas geschickt mit Schwänze. Irgendein Schwänze-Song. Wie immer. Geil. Ja, ne? Bei ihm ist sich doch alles am Schwänzen. Wirklich. Sind wir bald da? Ja. Mama. Ich will Shrek. Nicht mehr, ich muss Pipi. Das ist aber echt, also. Ich hab Hunger. Na gut, warte ich halt hier an. So, jetzt. Ich da. Was geh in Busch, geh in Busch. Dann sind wir da. Nee, ich hab mich schon in die Hose gemacht. Na dann. Ich will nach McDonald's. Ich will eine Pommes. Ja, und ich will ein Eis.
Ich will eine Spielfigur. Ich will ein Happy Meal. Ich will Millionär. Wie diese eine Kind, die Kondomwerbung da, wo das Kind im Warenhaus total ausrastet. So, hier, kauf Kondome. Ja. Halt. Oh, ja, die wurde ja dann verboten. Was ich, welche Werbung ich total cool finde, ist die von, was ist das, Panda-Käse oder sowas? Was? Panda-Käse? Müsst ihr mal googeln. Ach, die haben mit dem Panda, die ist, ich glaube, ich weiß, was die Werbung meinst. Ist total geil, die haben als Slogan Never Say No to Panda. Ja, genau, die kenne ich. Und die haben ich dann... Ich kenne die irgendwie gerade nicht. Müsst ihr euch später mal angucken, die Werbung ist göttlich. Ich habe mich so weggeschmissen, dass mich auch so ein... halt so ein als Panda verkleideter irgendwie im Supermarkt und schmeißt einem irgendwelchen Kram vor die Füße, weil der keinen Käse von Panda kaufen wollte oder so. Ja. Total geil. Lecker Panda-Käse. Hier unten. Aus Panda-Milch. Warum steigst du aus? Keine Ahnung, ich muss eh irgendwo da drüben hin. Hey Mann, jetzt fahr weiter. Setzt eure Masken auf. Hallo. Und längst passiert. Oh fuck, ich muss noch mit. Ich war verwirrt beim Morgsen aussteigen. Ja, ich muss irgendwo hier rüber. Geh in Position. Meine Position ist da hinten. Ja, meine ist auch irgendwo da hinten. Warum steigt ihr dann aus, ihr Schlaumeier? Weil Morgsen ausgestiegen ist. Weil PC angehalten hat. Ich nehme den Trecker jetzt und fahre euch über den Kopf, weil ihr doof seid. Nein. Jetzt fall ich hier runter. Komm, fall runter. Ja, leg dir auf die Fresse. Oh, Mann, Mann, Mann. Sieht nur so schön aus. So. Bin in Position. Warte, bist der Posten. Der Vollposten in Position. Ja, ich komm hier. Der Posten in Position gegangen. Ist fertig, Vollposten? So. Sitze den Bodentrupp. Guilty Benzins. Toll, danke. Super, wo ist denn der Boden da hinten? Also gerade, aus der anderen Position konnte ich mehr sehen als von hier. Ja, irgendwie schon. Aber wir müssen ja auch... Ah, da ist ein Gegner. Moment. Morgsen, die vor dem Auto, ist das der Bodentrupp? Was? Ich bin verwirrt. Achso. Komm jetzt mal an. Ich bin einfach nicht in den Kopf schießen kann, weil ich so ein schlechter Idiot. Frischer Typ bin. Ja, Mann, komm jetzt da hoch. Oder ist einer? Ah, okay, das ist der Russe. Hast du ihn erlegt? Ah, gut, danke. So, ich brauche mal gerade Deckung. Oh, ich bin fast tot. Toll. Dann warte ich mal kurz. Der andere Mann, ich sehe den nicht. Also für mich ist das hier irgendwie nur schützenfest. Hm? Darum geht's ja auch. Haben wir alle? Die Mission gibt's da hinten, ist noch einer hinterm Auto gewesen. Danke. Die Mission gibt's ja auch im Singleplayer, also eine ähnliche, ja, wenn du halt auch hier bist. Er ist tot. Gut. Oh, hier oben ist noch einer. Wo denn? Bei mir wird keiner mehr Auto. Sind welche noch. Ach komm, jetzt fall schon um. Irgendwo ist er denn? Einer ist auch noch da oder da zwei, oben. Aber die sind glaube ich einige. Okay, den einen hab ich. Gut. Da unten, den sehe ich nicht. Auf dem Dach ist noch jemand. Nö. Ah, doch, da. Der da oben. Usha. Oh, kann der mal stehen bleiben? Go, go, go. Jetzt bleibt er stehen und setzt sich hinter ein Holzdings. So. Möchten Sie einsteigen, junge Dame? Jo. Muss was steigen. Aber wir brauchen doch auch noch den anderen, der da steht, oder? Warte mal, da ist noch einer. Auf der Nee, Busse. Wir brauchen nur einen, oder? Ach, und jetzt müsst ihr einen Technical holen, okay. Es kommen eine Menge Gegner. Fahr mal geradeaus. Oh, fuck, die sind alle jetzt bei dem. Oh, natürlich. Dass wir schießen können. Die kommen ja von rechts. Ach, dann schieße ich ihn. Ich verziehe mich schon mal. Oh, jetzt. Also irgendwie war das am Anfang besser mit dem Schießen. Mhm. Da kommt noch einer. Sehr schön. Noch einer. Oh, der ist noch nicht tot. Die spawnen da hinten. Ja, das kann auch sein. Moxen, kommst du zu mir? Ja, ich komme mal runter.
Cool. Willst du dich an dieses Geschütz da setzen? Baller ich auch mal mit. Bei einer ist noch, aber ich weiß nicht wo. Der ist da oben irgendwo. Da hast du dich fast auf die Fresse gelegt. Nein, alles gut, alles gut. Habt ihr euer Auto? Nee, ja? Morgsen kommt gerade angerannt. Ach, warte mal, ich gehe mir mal gerade mal die bevor. Oder warte mal. Morgsen, nimm dir die Messer. Was brauchst du noch? Sonst hätte ich mir nämlich geholt. Ja, aber okay. Ist okay. Kommt aber gleich wieder, glaube ich, oder? Ja. Ist ja egal. Da ist er wieder. Da ist er wieder. So, warte, ich schnapp mir die noch schnell. Wäre jetzt blöd. Ist ja einer. Die schießen. Ja, da hinten ist auch noch irgendwo einer. Oh Gott, ich muss hier hoch. Oh yeah. Bleib mal kurz stehen, bleib mal kurz stehen, dass die nicht so weit weg sind. Ja, was für ein Weg. Da hoch. Okay, go. Mit dem weiter? Auto, Alter. Ja, ja. Nur wir sollten halt jetzt, glaube ich, nicht zu weit auseinander, wenn wir schon so einen schicken Pickup mit MG Alter. Drauf haben. Wie soll ich hier durchs fucking Gelände kommen? Oh fuck, das geht ja hier hoch. Ja. Sonst können wir gerade nochmal weiter und wechseln, weil die Position nochmal. Position. Dann fahr gerade da hoch. Lass es mal die Stellung wechseln. Stellung. Dann fahr ich. So. Obwohl, nee, sieht ja gut aus. Ja. Ich glaube, das größte Problem ist, wenn jetzt nochmal irgendwie ein Auto Zukunft. Von vorne kommt oder so. Und wir haben ja noch ein Teamleben. Intimleben. Bin nichts raus. Also, hey, ich wusste es. Ich wusste, da kommt irgendwas. Nein, was denn? Gut, ja. Weiter. Wo hast du ein Glück? Einfach weg. Oh Gott. Weg. Das fällt mir jetzt erst auf. Ach du Scheiße, bis zum Lagerhaus zurück. Hm. Na, das kann sich ja nur noch um Stunden handeln. Ich glaube, das gibt. Möchtest du lieber fahren? Nee, ja. Ich glaube, das gibt eine Überlänge-Folge. Ja, ja. Box, möchtest du auch fahren oder soll ich fahren? Ja, das ist schon okay so. Da sind welche. Ein fetten LKW hier durch. Bist du wenigstens schuld, wenn alles kaputt geht? Genau. Und Michi, Jungs. Wie immer. Komm hier, alles Fünn kaputt. Bock. Box macht wieder Randale. Ja, natürlich. Randale? Ich muss nur aufpassen, Randale. Dass sie aufhört zu schießen, wenn der. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir vor. Wenn ihr vorfahrt, das hat er auch gesagt, das wäre sinnvoll. Oh, da ist noch einer gespawnt. Und tschüss. Und tschüss. Da vorne. Hm. Mann, das weißt du aber ganz toll, Morgs. Wow. So, warte. Kommen die? Ja. Da kommen gleich noch welche. Oh ja. Hä? Schön. Der ist gerade wieder aufgestanden? Ja, wirklich, ne? Als wenn er. Das würde ihm nichts ausmachen, so schlöcher zu werden. Nein, der Witz ist, ich habe gesehen, dass er eigentlich tot war. Achso. Okay. Ja, der eine sind wir auch vorhin gespawnt, hatte ich so den Eindruck. Ich glaube, Fahrer erschießen reicht meistens, oder? Ja. Yep. Mhm. Ja, da steigt jemand aus und guckt dann blöd. Ja. So, ach nö, ich gehe, glaube ich, jetzt doch mal nach Hause. Mhm. Hinter uns sind aber noch welche. Ja. Warte, ich fahre mal neben euch. So, und dann könnt ihr die mal wegprügeln. Die von hinten auch noch vielleicht. Sind die jetzt nicht eh weg? Der ist so weit weg, das. Da kommt okay, den treffe ich auch nicht wirklich. Oder? Er kommt wieder. Es sind aber auch jetzt viele hier. Mhm. Ja, komm schon. Na also. Oh, der ist aber auch wieder. Stimmt, der ist echt wieder aufgestanden. Du musst mir sagen, wenn ich zu schnell fahre, Morgsen, ne? Momentan geht's noch. Haha. Aber die fahren alle wieder weg. Mhm. Tschüss. Die grünen Autos, ey. Boah, das werden aber echt. Das ist. Die Hälfte haben wir ja.
Oh, Rang 50. Crew-Rang. Ja. Was ich ganz gut finde, ist, dass diese Waffe nicht wie typischerweise in Shooter-Spielen überhitzt. Genau, das ist ganz angenehm. Das ist immer voll nervig. Oh fuck, wir haben ja nur noch 3,5 Minuten, okay. Ja. Ich hoffe, wir schaffen. Ey! Hallo? Okay. Ich glaube nicht. Ach Quatsch, das kriegen wir hin. Nein. Wie viele grüne Autos haben die eigentlich? Ja, Alter, ne? Da ist eine Straßensperre. So wie in Saints Row. Mhm. Oh, warte da! Haben die sich gerade gegenseitig? Ich glaube, die haben sich gerade gegenseitig umgefahren, oder? Die werden langsam aggressiv. Wir liegen aber gut in der Zeit, das kriegen wir hin. Ganz ruhig. Ich schieße jetzt einfach auf alles, was uns entgegenkommt. Alles, was grün ist, genau. Nee, alles. Einfach alles. Gut. 2,5 Minuten sind noch 1,5 Kilometer. Das kriegen wir hin. So, haben die sich jetzt endlich beruhigt? Hier sind schon gar keine Autos mehr auf der Autobahn. Mhm. Alles kaputt. Ah, ich glaube, wir haben es geschafft. Mhm. Meinst du? Erstmal ein bisschen in die Luft feuern, ja. Ne? Genau. Ja! Wer wird denn gleich in die Luft gehen? Aber wir müssen hier hoch, wa? Ja. Mittlerweile habe ich auch mal gelernt, wenn man abbiegt, dass man bremst und nicht einfach volles Karacho hoch. Ah. Die Kurve ist gut, oder? Das du bist ja ein Held, hast du nie Rennspiele gespielt? Scheinbar nicht. Hallo? Doch, früher Formel 1. Aber das war's dann auch. Das Zeug im Weg. Und so eine kleine Schranke, ey. Nee, das war einfach so ein Haufen Ziegel. Ziegensteine. Angekommen. Yeah! Geh zu einem... Wart mal. Warte, bist die Benzins... Was? Bist dein Team oh die Benzins? Nein! Was? Sollen wir noch einen holen? Anscheinend. Willst du mich verarschen? Oh, im Ernst? Nee, ich glaube, wir hätten... Nein. Haben wir so zwei Stück gemacht? Mhm. Wir hätten zwei Stück... Oh Gott, Alter. Oh nein, im Ernst? Warum ist uns das nicht aufgefallen? Keine Ahnung. Stand ja auch nicht da. Nee, irgendwie nicht. Man kann auch nicht einsteigen. Nee, vor allem steht auch dabei, man soll warten, bis das Team, bis der Benson besetzt ist. Das heißt, wir müssen mindestens mit zwei Leuten fahren. Ja. Hm. Das ist natürlich scheiße. Ja, wir müssen uns jetzt dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Folgenstopp und dann gucken wir in der nächsten Folge mal weiter. Ja, wir können keinen Folgenstopp machen. Guck wir mal, haben nur noch 20 Sekunden. Ach so, okay, dann hat es sich gleich rum. Genau. Nächste Folge nochmal. Gut. Dann machen wir das halt einfach nochmal. Gut. Schöne Missionsbeschreibung. Ja. Hupsala. Tja. So. 8, 7, 6. Nein. 5. Also dann nächstes 4. Mal beide. Genau, ja. Dann nächstes Mal dann mal wieder richtig. 2. Ja. Oh, verloren, Mensch. Oh, schade. Was ist denn nur passiert? Achso, die haben das Lagerhaus. Die Ballers haben das Lagerhaus. Was? Hä? Aber hey, mein 2000 Geld. Naja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke und ciao, ciao. Tschüss.